herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Angry Birds Epic. Ich habe offscreen nochmal die verpassten Sterne nachgeholt. Ich letzten Part eigentlich hätte bekommen sollen, aber nicht bekommen habe. Repiert alle. 24 Schaden. Und du 31. Weniger Schaden. Und geschafft. Bum. Freundschaftstor, die ich nicht machen werde. Auf geht's. Da kehren wir sie. Räuber! Und erstmal wieder die Damage vielleicht. 57! Mit einem Angriff! Und auch noch mit 25% gesenkter Angriffskraft! Wie ultimativ ist der? Greif ihn an! Stirb! Geht doch ran! Down! Down ist der Vogel! Da habe ich gerade gesagt, down ist der Vogel. Ich bin doof. Kein Kommentar dazu. Kiste. Ein Rezept für 15 Schnauzlinge. Kann man Muscheln machen? Wassergebiete und Strände. Ich farm kurz 4 Muscheln. Jetzt gefarmt. Und jetzt ist nur die Frage der Fragen. Nein. Ich werde Chuck nicht sein komisches Tropenteil da geben. Sein komischer Tropenzauberstab. Den werde ich ihm nicht geben. Wisst ihr auch warum? Weil ich ihn nie benutzen werde. Bitte. Ja, geil.
das ist mega gut. 3 Sterne. Ich mache jetzt mega viel Damage und heile mich da. Seid besiegt zu werden, Porky. Die 78 Damage. Ich wäre ein Gott. Eine Runde down bist du. Oh, es war ein Gegner. Das einzige, was da kommt, hier sind sie nämlich nochmal. Luftpirat. Und da sind sie down. Und da ist der nächste down. Als erstes gekillt. Ich weiß auch nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich den Typ nie als erstes gekillt. Ich habe den immer als letztes gekillt. Und das war viel Damage. Jetzt gehe ich sterben. Da ist ja schon gut. Also ich werde das Glücksschwein jetzt noch nicht benutzen. Ich habe ja schon gesagt im letzten Video, dass ich das erst benutzen werde, wenn ich... Oder soll ich jetzt ab? Ich werde das erst benutzen, wenn ich alle Vögel habe. Das ist der nächste. Ah, nein, die kämpfen! Nur das Glücksschwein. Geht doch. Yeah, plus 80 Leben. Guck mal kurz. Ja, halten. Guck mal kurz, wer alle Würfel nochmal kostenlos. Also ich werde die Spinne, die was kostet, werde ich nicht benutzen. Die Gratis-Spins werde ich aber schon benutzen. Komm, ich zweimal würfeln, zweimal. Zweimal, weil ich gerade höhere Chance habe. Und dann habe ich immer noch genug Münzen. Kacke. Bitte. Ich brauche dasselbe.
Ich habe das gleiche, was ich bekommen habe, noch zweimal. Attacke! Also ich würde sagen, ja, okay, vielleicht. Ich verrate es einfach nicht. Und tot ist der erste Pirat. Nur von meiner Planerussi, SpongeBob Pirate! Ja, warte. Hier ist das ist Pirat. Und das ist Mad. Das ist der Mad Joe. Hier ist der Mad Twin. Ich geh doch nur auf Mathilde! Schlag zurück! Hua! Und wer voll geheilt. Und noch ein toter Pirat. Und noch ein Lella. Und es gibt ja auch ein Afterstory, das würde ich auch noch spielen. Deswegen habe ich die Playlist ja auch Angry Birds Epic Story genannt. Weil ich die Story hier nur spiele. Und dann mache ich eine eigene Playlist für das Late Game. Ja, Level Up. Bombe. Oh, jetzt soll ich gar nicht lesen. Da stand wahrscheinlich sowas. Ein explosiver Kumpane, der mit mächtigen Angriffen gegen. Na, fertig, mach. Ja. Irgend sowas stand da bestimmt. Zack, du musst weichen. Bombe kommt. Aber jetzt werde ich Zack nie wieder benutzen. Also, wenn ihr Zack noch ein paar Mal sehen wollt, ist mir egal. Bam. Ihr seht 93 Schaden. Captain Robert. Verbündete dabei, weil er feige ist. Du bist feige, Captain Rotbart. Uah. Und dann seine Kompatte schon tot. Und da ist er down. Und ich bin jetzt einer von wenigen, der Angry Birds Epic auf Deutsch spielt. Denn die meisten Videos sind irgendwelche englischen Videos, wo niemand irgendwas sagt. So einfach nur gezockt wird. Diese Videos sind nicht so super nervt. Ah, er flieht! Captain Rupa ist geflohen! Keine Flucht von Angries! Attacke Birds! Stört euch drauf! Dann bekommt Single Captain Rotbart! Diesmal entkommst du uns nicht! Hat er eigentlich. Ist jetzt eigentlich stärker geworden? Tatsache, der hat einen stärkeren Angriff! Der hat einen stärkeren Angriff bekommen! Er ruft die Piratengang. Oh, Captain Rotbart. Auch das zweite Mal hast du keine Chance. Ja, und Bombe kann mit dem Hut übrigens die Angriffskraft unserer Kumpanen erhöhen. Ja, ich das weiß. Ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt.
Deswegen kenne ich auch die Eigenschaften von jedem. Ich muss sie mir nicht durchlesen. Ich werde sie euch aber natürlich vorlesen oder einfach nur sagen. So, Captain Robert, gib uns jetzt das Steuer. Wie inkompetent sind die bitte? Wie inkompetent sind die? Friert ihr euch da am Boden fest, dass ihr euch nicht weiter bewegen könnt? Erster Pirat ist tot. Matt, Pirat, großer Boss. Und down bist du. Ich habe diesen Kampf irgendwie viel schwerer in Erinnerung. Könnte sein, weil ich Bombe nicht genommen habe damals. Ah, die guten alten Invibals-Zeiten. Wo ich noch mega Scheiße gespielt habe. Ich bin so eine Art Pro geworden. Ich sag jetzt nicht, dass ich jedes Level im First Try mit 3 Sternen schaffe. Habt ihr auch gesehen, das geht gar nicht. Das geht in den ersten Leveln gar nicht. Da bekommt man immer 2 Sterne. Oh. Und hier ist mein Sterne-Bonus. Dafür, dass ich jetzt 75 Sterne habe, habe ich dreimal so ein komisches Teil bekommen. Und das erhöht eben meine... Oh. Ah, das ist für Chuck. Nee, Chuck, du kriegst nix, ne? Ja, und so komische Teile verdreifachen die Erfahrungspunkte, die ich bekomme für einen Kampf. Das habe ich noch nie genutzt. Ich habe vielleicht für den Endboss benutzt, aber das war nicht sehr zu schwer. Ich habe immer genug Erfahrungspunkte gehabt. Das ist Captain Robert irgendwie wieder schwächer geworden. Ich verstehe das nicht. Mal so stärker, mal so schwächer. Räuber! Und da wird eine kleine Piratengang auch getötet. Ruf 2 verbündete. Och, ich wollte gerade so einen Heil-Move machen. Das kann die andere Heilerin. Das kann der gute von der Heilerin. Die kann heilen. Das ist ja eine richtige Heilerin. Das ist keine Angriffsheilerin, das ist eine richtige Heilerin. Also die wirklich kaum was im Angriff taugt, aber gut heilen kann. Vogelschiff, setze Segel und erkunde die 7 Weltmeere. Ahoi, Matrosen, Zeit für neue Abenteuer. Guck kurz mal eine Werbung an zum Schluss. Ja, diesen Slogan habe ich schon 30 Mal gehört. Ich reiße nicht mal eine Werbekarte. Öffne mir die Tore der Werbung. Warum hat der Sound gerade 2 Mal gespielt? Okay, Leute, aber ich würde sagen,
Das war's mit dem Part. Haut da rein und tschüss.